Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Infofolge zu Satisfactory. Heute ohne jemanden an meiner Seite, denn der Mike hat heute zu tun, der ist unterwegs und der liebe Luke hat immer noch Probleme. Es ist verhext momentan. Jetzt hat er endlich Strom zu Hause. Möbel sind da, alle soweit fertig gebaut. Jetzt kriegen sie aber keine Internetverbindung eingerichtet, obwohl alle Anschlüsse da sind. Dementsprechend müssen wir euch nochmal um Geduld bitten. Wir hoffen es, dass es nächste Woche dann funktioniert. Wir können es aber noch nicht sagen. Keine Ahnung. Eigentlich hätte es ja schon vor Wochen eingerichtet sein müssen, aber irgendwas ist mit den Handwerkern nicht in Ordnung und den Anschlüssen und was nicht alles und hin und her und blase jetzt Keks. Ich möchte aber die Gelegenheit mal nutzen. Zum einen, wie ihr rechts seht, Moment, rechts ist dann bei euch da, also hier über mir, so, die Wette einzulösen, dass ich die 200 Computer per Hand klöppel. Werde ich jetzt auch machen, also offscreen dann, nicht mit euch zusammen, weil das ist langweilig, ganz ehrlich, es ist nur geklöppel. Will aber die Gelegenheit nutzen, euch mal zu zeigen, was wir jetzt hier noch gemacht haben, denn am Ende der letzten Infofolge, die ja eigentlich eine reguläre Folge werden sollte, bis der Luke da quer durch den Bildschirm geschossen kam, könnte mich immer noch schief lachen, deswegen, hat man Stromausfall. Daran war ich schuld, denn da hinten bei der Plastikgeschichte, da am Fluss, ihr erinnert euch bestimmt, da habe ich ja so ein bisschen rumgetüftet und wollte das Plastik eigentlich in Container reinlaufen lassen, damit ich den Plastik nutzen kann, wiederum für die Computer. Dann, ihr seht auf der rechten Seite, 3600 Plastik alleine nur für die Computer. Ich muss aber natürlich auch noch Platinen herstellen und so weiter und so fort. Dann bin ich aber irgendwie abgehauen und wollte zum Luke und ihm noch irgendwas zeigen und was nicht alles und dadurch hatten wir hier das Problem mit dem Granulat. Das Granulat hat sich gestaut, dadurch konnte kein Schweröl mehr produziert werden, dadurch wiederum kein Treibstoff produziert werden und dadurch waren alle Pipes für alle Generatoren ratzefatze leer geputzt. Das haben wir jetzt mal ein bisschen behoben, indem wir von unserem Wasserfall aus da hinten, ihr könnt es sehen, Moment, zack, von da, ist jetzt keine kosmetische Lösung, aber es ist eine pragmatische Lösung, haben wir jetzt eine Pumpe angeschlossen und da haben wir auch noch massig Platz für, weiß ich wie viele Tausende von Pumpen oder Hunderte von Pumpen, führen das hier runter und zwar komplett alles ohne extra Pumpen, weil die kosten ja auch nochmal jeweils Strom. Das ist alles wirklich nur die Schwerkraft, die hier das runterlaufen lässt. Also wirklich komplett nur Wasser, muss ich dazu erwähnen. Wir haben immer ein Gefälle drin. Ihr seht es auch hier, wir haben immer eine Flussgeschwindigkeit, wenn es jetzt gerade nicht stillstehen würde, weil ich es abgeklemmt habe oder weil der Mike es abgeklemmt hat. Einer von uns beiden hat es abgeklemmt. Und dann geht es einfach hier runter in drei Kohlekraftwerke, die wiederum genug Energie liefern, um hinten eine Ölpumpe zu betreiben, einen Generator zu betreiben und eine Raffinerie zu betreiben. Es wäre noch mehr machbar, aber wir wollten es nicht übertreiben. Das ist wirklich nur das Notstromaggregat sozusagen, der Notfallgenerator ist das, wenn uns wieder irgendwo was stehen bleiben sollte. Wir haben festgestellt, dass wenn hier die Pipes leer laufen mit Treibstoff, dass trotzdem wenigstens noch die Ölpipes voll bleiben. Zwar nur bis zu einem gewissen Grad, weil es muss natürlich auch Öl nachgepumpt werden. Wenn das aus ist, ist vorbei. Und es reicht aber wenigstens dafür aus, um das gesamte Stromgewinnungssystem wieder in Gang zu bringen. Jetzt laufe ich mal mit euch hier rüber. Wir haben jetzt auch mittlerweile echt ein Problem, dass wir auch so gut wie keinen abgefüllten Treibstoff mehr für unsere Jetpacks und unsere Explorer haben, weil wir da echt rumgetüftelt haben und rumgearbeitet haben. Wo kriegen wir die Kohle her? Die schnappen wir uns einfach so, schmeißen die hier rein. Das reicht locker aus, um die drei hier anzufeuern. Die haben auch sogar Batterien drin gehabt, glaube ich. Genau, die sind jeweils mit drei Batterien voll gepowert. Alle drei? Ja. Hier ist eigentlich wieder fest. Hier. Yeah. Nur um es euch zu zeigen. Und die ballern genug Energie raus, sodass wir dann wirklich das alles antreiben können. Wir könnten sogar noch mehr antreiben. Da haben wir dann nämlich hier als Stromanschluss. Moment, kann ich euch erstmal hier hinten noch zeigen. Das wäre wichtig. Warum hatten wir das? Ach ja. Biomassebrenner, oben wiederum die Wasserpumpe oben anzutreiben, damit überhaupt Wasser unten ankam in den Kohlekraftwerken. Also alles wieder so dieser übliche Kreislauf. Das führt dann nämlich hier hoch. Hier ist auch der Anschluss für die Kohlegeneratoren, die wiederum dann hier lang den Strom für die Ölpumpen liefern. Jetzt muss ich nochmal gucken. Dann haben wir, das ist alles kreuz und quer gewesen. Wir haben gestern, vorgestern Abend einfach mal so zwei, drei Stunden hier probiert.
dann läuft dann hier der Strom rüber, läuft dann hier hoch, ist momentan nicht angeschlossen, weil wir haben natürlich das alte Netz wieder angeschlossen. Aber hier haben wir dann wenigstens die Anschlussmöglichkeiten, um die vorderste komplette Reihe, so war das, nicht nur ein Generator, wir haben festgestellt, es reicht für mindestens die vordere Reihe, mit Treibstoff zu versorgen, wenn dann nämlich von hier der Strom rübergeht in die Raffinerie, die wiederum ja dann den Treibstoff produziert. Dann, Moment, habe ich hier noch einen Verstehen? Ja, den Schlepper, den brauche ich noch. Fahren wir mal gemeinsam rüber, wenn ich hier durchkomme. Also jetzt wird erstmal nur mit Schlepper gefahren, bis wir die Plastik-Gummi-Treibstoffproduktion wieder richtig angekurbelt haben. Das machen wir dann aber alles gemeinsam mit dem Luke, denn jetzt machen wir erstmal keinen Fortschritt. Erst wenn er wieder da ist, geben wir hier so richtig Vollgas. Ist die Frage, ob das nächste Update vorher kommt, denn Stan Coffee hat schon wieder ein Video hochgeladen, wo sie sagen, naja, vielleicht doch nächste Woche oder die darauf. komische Leute. Also im Sinne von witzig. So, düsen wir jetzt mal hier hin. Hier haben wir dann jetzt Quietsch. Das, was ich eigentlich machen wollte, einfach nur, dass das Plastikgedönse hier drin läuft. Moment, hier drin läuft, damit ich so nach und nach ein bisschen Plastik habe für meine Produktion, die ich hier gerade manuell machen muss. Die Wasserpumpe ist auch versorgt. Ich könnte jetzt eigentlich rein theoretisch so gut wie alle Gebäude wieder in Betrieb nehmen. Wir brauchen aber halt einfach noch mehr Generatoren. Das war ja ursprünglich noch unser letzter Plan. Aber wie gesagt, das machen wir da mit dem Luke zusammen. Dann sieht er auch, wie das geht. Vielleicht macht er das dann auch in Zukunft komplett selber, weil er da irgendwelche guten Ideen hat. Und wenn ich hiermit fertig bin, schließe ich das einfach wieder hier an. Damit das Plastik geschreddert wird, erstmal bis wir das verwerten für Computer und so weiter und so fort. Also für die automatische Produktion. Oh, falsche Tasse. Da wird doch ab und zu mal Plastik produziert. Wir verbrauchen sogar mittlerweile schneller das Granulat, als es nachgeschossen wird. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, weil ich habe jetzt hier auch drei Batterien reingeballert. Ihr seht's hier, jeweils immer 6 Polymer hat es wird gebraucht. Also ich sage immer Granulat dazu, ich weiß nicht warum. Und das Förderband ist komplett leer. Es ist leer. Hier. Ab und zu mal kommt so ein bisschen Polymerharz. Und deswegen, also wir ballern da hinten so richtig die Produktion hoch. Jetzt, wo wir ja auch die Pipe haben, die Wasserpipe haben, haben wir uns überlegt, es macht keinen Sinn mehr, hier vorne eine Plastikproduktion zu haben. Wir können die da hinten direkt mit anschließen. Und da wollen wir auch versuchen, mit Gefälle zu arbeiten, damit wir nicht so unnötig viel Strom für die Pumpen ausgeben müssen. Und eventuell machen wir das auch nochmal bei dem Öl. Wir müssen uns noch gucken, wie wir es am besten hinbekommen. Vielleicht machen wir das dann auch hinten mit dem Öl, was hinterm Canyon ist. So, dass wir da Plastik irgendwie hinbringen mit einem LKW oder was auch immer. Dort diese Kanister herstellen, dort dann den Treibstoff abfüllen lassen oder was auch immer abfüllen lassen und das dann wiederum zurückbringen lassen, sodass wir dann zwar immer noch mal einen Stromverbrauch haben, aber deutlich weniger Stromverbrauch haben im Transport als mit den Pipes. Weil die Pipes an sich, die kosten auf so einer extremen Länge hingerechnet, die wir hier eigentlich vorhatten, viel zu viel Strom. Und wir müssen jetzt hier haushalten, bis wir dann an Atomkraftwerke und so weiter und so fort rankommen. Wird nochmal alles witzig, wird nochmal alles ein Spaß. So viel jetzt erstmal bloß dazu für euch. Nur zur Information war das, wie weit wir jetzt hier sind und dass es bald weitergeht. Es wird nicht gecancelt, das Projekt. Wir müssen uns bloß noch ein bisschen absprechen, was wir machen, wenn das Update kommt, bevor wir hier fertig sind mit dem Content. Müssen wir noch gucken. Auf alle Fälle geht's weiter. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schicken Abend, schickes Wochenende, also langes Wochenende. Denn ist ja heute der 1.6. für euch. Bei mir ist jetzt der 31.5. Und ich habe jetzt noch ein Ziel vor mir. 200 Computer. Yay. Und nein, die werde ich nicht irgendwie hier halbautomatisch herstellen. Ich mache das wirklich per Hand jetzt. Ich schnapp mir bloß die Kabel, das Plastik und die Schrauben, die schon fertig sind. Die Platinen mache ich selber per Hand, die Computer mache ich selber per Hand. Und dann ist wahrscheinlich der Tag auch schon wieder vorbei. Und dann werde ich noch weiter Mountain Blade aufnehmen und ein anderes Let's Play. Also, ihr Lieben, tschüss, bis bald und hoffentlich bis nächste Woche. Und jetzt abschalten. Jetzt. Ciao.